Ich meine, ich habe gesagt, dass ich bald mal kommen werde, wieder auf unseren Start ein bisschen arbeiten. Ne? Aber wann genau, habe ich jetzt nicht gesagt. So, hier ist. Aha, okay. Ja, das ist wieder diese behinderte Kreuzung, die so richtig komisch ist. So verwirrend gebaut ist, Alter. Was ist denn das? Muss man hier links fahren? Muss man hier aufpassen? Das ist sowas von random alles hier wieder. Wo wir gerade wieder von dem Server sprechen. Ich will jetzt kein großes Thema draus machen, hoffentlich. Aber dieses Gespräch, also wir hatten ein Gespräch, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir hatten ein Gespräch jetzt gehabt am Wochenende, wo wir mal sagen sollten, was uns nicht passt, weil es war echt wirklich lange Zeit keiner von den Cops da, habe ich ja erzählt. Es waren 2 bis 3 Leute da, dann wurde sie gewünscht, dass ein Neuaufbau kommen soll, weil es so wenig Leute sind, wo ich mich frage, was nutzt das? Man muss die Probleme beheben, um Leute zu kriegen. Das verstehen manche Leute nicht, weil die meisten Leute, die schreiben, ja, wir sollen Roleplay spielen, aber die Leute spielen selber nie Roleplay, weil die einfach nur Scheiße bauen. Und finden das dann auch witzig. So, man macht eine Verhandlung bei einem Überfall und die lachen einfach wegen solcher Behinderten, weil es einfach so witzig ist. Echt witzig. Weil man nicht mal ernst bleiben kann, Alter. Also von wegen Roleplayer, dann man in der Abstimmung, ja, man sollte vielleicht das Roleplay ein bisschen ausspielen und nicht immer in den Support gehen und rumheulen. Wo ich mir denke einfach nur, hä? Alter. Also, ganz ehrlich, wer die Streams sich beim Zweit-Channel angeschaut hat, auch wenn die 6 Stunden gehen, man kann es ja vorspulen da auf also eine Timelapse reinschmeißen. Da wird man merken, dass die Spielweise von manchen Spielern, vor allem von einer Gang, nicht so wirklich gut ist. Und da haben wir dann auch drüber geredet und dann wurde etwas anderes unternommen. Es wurde eine andere Fraktion, die auch ziemlich scheiße viel baut, aufgelöst. Eigentlich finde ich, dass die eine Fraktion, die uns dauerhaft abfuckt und nicht RP spielen kann, eigentlich einen Warn mittlerweile kriegen soll, die ganze Fraktion. Weil da sind teilweise Leute drinnen, die machen einfach nur Scheiße. Und ja, klar, macht auch das PD Fehler, aber darunter leidet das ganze PD. Wenn einer Scheiße baut. Und dann muss auch genau das bei den anderen auch so passieren. Wenn die anderen, wenn da einer Scheiße baut, muss da auch dann was passieren. Und nicht, wenn alle erst Scheiße bauen. Und Rechte werden ja eh wieder, ich würde nicht sagen ausgenutzt, aber es kommt mir wieder so vor. Also irgendwie, wir hatten eine Verfolgungsjagd im Stream und haben den Typen schon so oft weggerammt. Der Wagen, der ist blitzeblank, als wäre er gerade vom Werk rausgefahren und hätte frisch gekauft. So sah der fucking aus. Und das schließt sich mir nicht. Und da kann einfach nur, da kann ich nur eins sagen, das war einfach wieder mal scheiße. Und ja, man könnte dann wieder im Support gehen, aber ich glaube, wenn wir bei jedem Einsatz in Support gehen würden, ich glaube, wir würden schon längst eine übelste fucking Hassgruppe. Vor allem hast du dann immer die Chance, die ganze Zeit in Support zu gehen, aber die ganze Zeit, dann ist die Scheiße erledigt. Dann 2 Sekunden später kommt wieder ein Funk, ja, hier haben wir den und den wieder und dann geht das wieder los. Und ganz ehrlich, wir sind jetzt immerhin ja, also am Wochenende nach diesem Gespräch waren wir mehr als 12 oder 13 PDler. Was ich aber auch nicht so wirklich, was nicht so wirklich hilft,
Soll ich jetzt nochmal wirklich sagen? Also es ist auch ziemlich eine große Menge, aber wenn zwei Gangs, wie gesagt, zusammenarbeiten, dann wird das schon ziemlich schwer. Vor allem nicht nur Gangs, sondern auch Zivilleute. Irgendwelche Zivis, die einfach keine Ahnung haben, wie sich ein Zivi zu verhalten hat, weil einfach zu dumm zum Leben ist. Anstatt sich einfach ein Haus zu kaufen und vielleicht ein Auto sich zu kaufen und einfach mal ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Nee, man macht das nicht, man macht einfach die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Man ist die ganze Zeit bei den Gangs und macht da irgendeinen Müll. Und dann wundert man sich, warum man dann bei denen eine Geißel ist. Wir haben schon 100 Mal auch geschrieben, was uns nicht passt. Was mit den Waffen wird, also mit den langen Waffen, mit dem Sturmgewehr und so weiter, habe ich selber bis heute keine Ahnung, wie es aktuell aussieht. Es wurde angeblich besprochen, aber aktuell steht noch nichts. Muss man sich vorstellen, wir sind da mit einem Heli geflogen und ich habe mit einer Pistole rausgeschossen. Mit einer Pistole. Jeder weiß, dass die GTA-Pistole eine Reichweite von 2 fucking Meter hat. Und eine Schadensrate von 0 hat. Dann kann man auch sagen, ja, natürlich, also es wurde auch gesagt, ja, aber es gibt Leute, die können einfach besser mit einer Pistole spielen. Ja, es gibt, aber hier sind keine Leute. Zumindest ich. Und wenn wir eine stürmen, wir können auch Häuser stürmen als PD, würde ich da nicht, glaube ich, mit einer Pistole auftauchen. Das wäre ein bisschen lächerlich, weil die ganzen Gangs mit Uzis und alles rumlaufen. Da merkt man einfach, dass die Gang halt ein bisschen mehr Sachen hat als ein PD. Und eine Langwaffe ist halt einfach die Grundausrüstung von einem PD. Es ist so. Kannst mir nicht erzählen, dass es in Amerika. Alter, 30 hier? Ja, warum denn 30? Kannst mir nicht erzählen, dass es in Amerika wirklich irgendwo Polizisten gibt, die mit einer fucking Pistole ein Haus stürmen? Einfach zu schwach. Aber ich werde darauf einfach nicht mehr eingehen, so also auf diese ganzen Sachen. Ich habe gesagt, was mir passt und was mir nicht passt und fertig. Sind wir gleich da. 50 einfach so random. Wie in der Brücke. Da sind wir schon. Fertig. Außergewöhnlicher Champion noch immer. Ach du Scheiße, nee, was wollen denn die jetzt? Was haben wir in der Galatz? Wir können wieder zurück nach Galatz auffahren, wo wir damals gestartet haben. Kronstadt können wir auch wieder zurückfahren. Hin und her fahren den ganzen Tag. Ich würde sagen, wir wechseln mal hier aus diesem Gebiet heraus. Wir fahren jetzt mal. Ja, hier nicht hier, das. Hier. Calvi. Calvi ist ja hier auf der Insel. Schauen wir mal, was da gibt's.
mal rein. Schlafen kurz. Irgendwas hier, was gibt's denn hier? Marseille? Oh ne, das ist nur ein Schiff fahren. Porto Vecchio. Alter, was sind das hier für Frachter hier? Trauben. Nehmen wir das. Das sieht mir gut, das sieht gut aus. Ja. Sondern schon erstmal gleich irgendwo tanken. Habe ich immer jetzt die Möglichkeit zu tanken? Irgendwo. Ah ja, da vorne. Gehe ich einfach um. Das letzte Mal gefahren, wo noch Schnee lag. Also ja, damals lag noch Schnee, das weiß ich noch. Können wir mal voll. So, ach, da muss ich jetzt. Nee, hä? Einfach rausfahren. Schon wieder da, wohin los, wo ich gar nicht hin will. So, zum Flugplatz. Ich muss reparieren. 5%, ja, könnte man nicht mal kurz reparieren auch. Und dann fahren wir die Strecke einfach mal ab. Boratz Pizza. Ach, hier ist aber Airport, ja.
Jo. Ich glaube, die Software hat ein bisschen hier Probleme, oder nicht? Aber sind die doof oder sind die doof? Das ist immer gut. Hallo. Huhu. Muss mein Truck raus. So, die Kilometeranzahl sieht viel aus, aber ist es nicht. Weil wir natürlich noch Schiffkilometer hier auch drauf haben. Hier schon mal angefahren. Wahrscheinlich schon tausendmal. Wir fahren jetzt in Richtung Ajaccio. Wir fahren jetzt eigentlich höchstens so die ganze Zeit durch Dörfer bis zum Hafen. Und dann geht's auf die Fähre. Nach Spanien. Entlang, Junge. Neues sie wieder als Gebiet. Ist da vorne. Okay.
mir ist auf die Fähre. Und dann werde ich die Session auch hier beenden. Da stehe ich ja auch schon. So. Ach, Junge, noch eine. Hast du nicht nachgedacht, ne, dass du einen Online-Hänger hast? So Leute, dann war es das. Vielleicht hat es euch gefallen und ja, in der nächsten Folge fahren wir dann mit der Fähre nach Spanien. Jetzt muss ich nur kurz mal die Route ansehen. Achso, ne, wir fahren jetzt erstmal rüber nach Sassari. Von Sassari fahren wir dann gleich mit einer weiteren Fähre nach Barcelona. Und dann fahren wir noch hier die ganze Autobahn runter, Porta de Sagunt und dann Murcia, da war ich noch gar nicht. Ja, da fahren wir auf jeden Fall jetzt hin, in der nächsten Folge dann. Das war's dann, bis zum nächsten Mal wieder.